Wenn ihr wissen wollt, warum wir unsere Regel brechen, dann bleibt dran. Hier gibt es keine klassischen Waschräume. Ein besonderes Highlight ist aber sicherlich die Wettkampfrutsche. Vom Lackschuh bis zum Gummistiefel fühlt sich jeder sofort wohl. Das ist alles, was wir wollen. Hallo liebe Familiencampingfreunde und herzlich willkommen vom 5-Sterne-Campingplatz Zugspitzresort. Für den einen oder anderen mag das hier wie ein Déjà-vu sein. Ja, wir haben schon mal ein Video zum Zugspitzresort gemacht. Und obwohl wir uns immer wieder sagen, wir fahren nicht zweimal auf den gleichen Campingplatz. Ja, was soll ich sagen? Das Zugspitzresort ist für uns einfach derartig perfekt, dass wir einfach nochmal hierhin mussten. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Video. Der Campingplatz befindet sich auf der österreichischen Seite direkt am Fuße der Zugspitze und ist wie eine kleine Insel in der Natur eingebettet. Für Gäste bietet das Resort einige Parkflächen, wo ihr mit eurem Camper oder Gespann anhalten könnt. Die Rezeption befindet sich in dem imposanten Hotelgebäude. Hier werdet ihr sehr freundlich empfangen und könnt eure Anmeldung erledigen. Ihr bekommt hier auch eure Chipkarten, die ihr unter anderem für die Schranke oder auch für die Wasserwelten benötigt. Den Stellplatz erreicht über asphaltierte Wege. Wir haben uns für den sehr großen Komfortplatz 1155 entschieden. Dieser ist nur wenige Meter vom Deluxe-Badehaus entfernt und bietet mehr als genug Platz. Außerdem habt ihr hier eine Komfortsäule mit allen Anschlüssen, die hier zur Verfügung gestellt werden. Strom, Frischwasser, Abwasser und Satellitenanschluss. WLAN steht hier im gesamten Resort kostenlos zur Verfügung und die Leistung ist durchaus gut. Der Untergrund ist eine Mischung aus Rasen, Kies und Steinboden. An vielen Stellen ist der Boden verdichtet. Das heißt, wenn ihr hier ein Vorzelt aufbauen möchtet, dann braucht ihr echt stabile Heringe. Wir nutzen schon seit ein paar Jahren einfache Holzbauschrauben und die halten letztlich in jedem Boden und lassen sich auch hier in diesem steinigen Boden einigermaßen gut einschrauben. Hier gibt es keine klassischen Waschräume oder Duschen, sondern viele Badezimmer, wie man sie sonst eher aus Privatsanitärbereichen kennt. Die Handtücher oder Badetücher kann man im Übrigen im Badehaus lassen. Und so braucht man abends oder morgens dann nur noch mit seinem Tischchen losziehen. Der Zugang zu diesen Badezimmern ist mit der Chipkarte gesichert. Die Badezimmer sind jeweils mit einem Waschbecken, einer Dusche, mit Rainshower und einer Toilette ausgestattet. Insgesamt findet hier auch eine ganze Familie genug Platz. Im Eingangsbereich finden sich noch ein paar Toiletten. Hier kann man auch ohne Karte rein. Das ist natürlich sehr praktisch, da die Kids, wenn sie so unterwegs sind, einfach ohne vorher an die Karte denken zu müssen, auch mal auf die Toilette gehen können. Und auch wenn es kurz zuvor einen Wasserschaden im Haus gegeben hat, waren alle Einrichtungen extrem gepflegt und sehr sauber. Wir fühlen uns hier einfach wie zu Hause. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich die Geschirrspülplätze mit zwei kostenlosen Spülmaschinen, die wir echt gerne genutzt haben. Außerdem gibt es hier noch einen Aufenthaltsraum mit einer kleinen Küche, Waschmaschinen, Trockner und Trockenräume. Und im Winter noch ein Skidepot. In dem Hauptgebäude auf der Ebene der Wasserwelten findet ihr noch Industriegeschirrspülmaschinen und den Camping-Butler. Und wenn ihr in Richtung Wasserwelten geht, gibt es auch noch weitere Badezimmer. Auch diese sind mit einer Dusche, einem Waschtisch und einem WC ausgestattet. Alle Einrichtungen sind hier ja fast neu und dementsprechend noch moderner. Wir mögen diesen Stil echt sehr.
Als Campinggast dürft ihr hier alles, was das Resort bietet, kostenlos mitbenutzen. Es gibt hier zahlreiche Einrichtungen mit viel Abwechslung für Jung und Alt. Es ist genauso, wie es ist. Es ist viel Bewegung im Haus. Also bei uns gibt es keine riesige Ruhe, sondern es ist Bewegung im Haus, aber eine angenehme. Unsere Kinder lieben den tollen und großen Indoor-Spielplatz. Hier wird es nie langweilig. Das Angebot ist vielfältig. Ein großer Kletterturm über 2 Etagen, eine Boulderwand für Kinder bis hin zu einem Kinosaal. Und im Untergeschoss noch die Elektrokarts. Für die etwas älteren Kids gibt es noch eine Chill-Area mit Billard, einem Kicker, Air-Hockey, so einem Multimedia-Tisch mit Spielen und eine Chill-Ecke. Aber manchmal braucht es für die Unterhaltung gar nicht viel. 2 Golf-Caddies reichen da völlig aus. Die kann man von einer Rezeption kostenlos ausleihen und ich kann euch sagen, die sind sehr gefragt. Also da müsst ihr tatsächlich häufiger mal gucken, ob denn eines der beiden Caddies vorhanden ist. Und damit könnt ihr dann ein paar Runden über den Campingplatz drehen. Ja, und wir haben den Golf-Caddy einfach mal genutzt, um euch einen gesamten Eindruck der Anlage zu vermitteln. Und das ist übrigens nicht nur für Kids oder Teens eine spaßige Abwechslung. Taste of the sun, soft warm kiss, and now I hear you in my heart. Hier könnt ihr euch also die Parzellen, die Zuwege oder auch das Drumherum einfach mal anschauen. Wenn ihr Fragen zum Campingplatz, zu den Parzellen oder sonstiges habt, stellt es unten in die Kommentare. Ach, und wenn euch das Ganze bis hierhin schon gefallen hat, dann denkt doch einfach an ein Abo, schaltet die Glocke ein und lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. In dem kleinen Shop vorne an der Rezeption, da bekommt ihr alles, was ihr so für den täglichen Bedarf braucht. Frische Brötchen, Marmelade oder auch Getränke, aber auch einiges an Souvenirs. Besonders hat es uns die schöne Badetasche angetan. Die mussten wir uns einfach zulegen. But you know where to find me, you're the only one I believe in. Go, don't let me go, don't let me go, don't let me go. It's born to run, don't let me go. Viele von euch haben uns per Instagram geschrieben und haben sich mehr Informationen zu den Wasser- und Entspannungswelten gewünscht. Vielen Dank an der Stelle an das Zugspitzresort, dass wir außerhalb der Öffnungszeiten hier fotografieren und filmen durften. Wie überall auf dem Zugspitzresort liegen auch hier Action und Erholung relativ dicht beieinander. In dem Action-Bereich gibt es zahlreiche Rutsch- und Klettermöglichkeiten. Egal, ob es die Wellenrutsche ist oder die kleine orangene Rutsche, die schon ziemlich schnell ist. Oder für die etwas kleineren Kinder die offen gestaltete rote Rutsche. Das Piratenschiff lädt zum Erkunden ein. Ein besonderes Highlight ist aber sicherlich die Wettkampfrutsche. Sandra, das ist für dich extra in die Wettkampfrutsche. Auf die Wette, fertig, los. Hier könnt ihr auf Zeitenjagd gehen. Egal, ob Kinder oder Eltern. Also die macht echt Fitz. Und wenn ihr es etwas ruhiger haben wollt, dann geht doch einfach rüber in den Badebereich. Hier warten ein Indoor-, ein Outdoor-Becken und eine kleine Grotte auf euch. In dem Außenbecken könnt ihr eure Bahnen ziehen und gleichzeitig den tollen Anblick der Zugspitze genießen.
genug vom Wasser habt, dann könnt ihr nebenan in den Ruheraum gehen. Hier könnt ihr euch auf eines der kuscheligen Sofas flezen. Oder ihr zieht euch in einen der kuscheligen Ecken zurück und lest ein schönes Buch. Wer jetzt glaubt, dass das schon alles war, weit gefehlt. In der Entspannungswelt kann man wunderbar die Seele baumeln lassen. Die wichtigsten Elemente sind hier klar Wärme, Wohlgefühl und Zeit. Aber am besten macht euch selbst ein Bild davon. Und wer möchte, kann sich nach einer langen Wanderung oder nach einem anstrengenden Skitag bei einer Massage oder einer Körperbehandlung verwöhnen lassen. Manchmal reicht es uns aber auch einfach, uns gemütlich irgendwo hinzusetzen und ein Spielchen zu machen, einen Kaffee zu trinken und die Zeit mit der Familie zu genießen. Für all diejenigen, die sich dabei einfach mal ein bisschen verwöhnen und bedienen lassen wollen, bietet das Resort einen großen Loungebereich, die Bar oder auch bei schönem Wetter die tolle Sonnenterrasse an. Von hier aus habt ihr einen tollen Ausblick auf die Zugspitze. Und wenn es den Kindern dabei irgendwann zu langweilig wird, dann könnt ihr einfach runter auf den Spielplatz gehen und ihr habt sie trotzdem im Blick. Es gibt keine richtige Zeitvorgabe bei unseren Planungen. Wir sind spontan und dann doch immer relativ schnell in der Ausführung. Es gibt einen Zeitrahmen und der ist zwischen 5 und 10 Jahren. Okay. Und da wird sicher einiges passieren. Im Wellnessbereich, Erweiterung beziehungsweise ja, weiter oben, so viel kann ich schon sagen. Und jetzt mit dem Schwimmteich ist auch nochmal einfach ein richtig tolles Feature dazugekommen. Wasserfläche ist immer schön, es schaut einfach super aus und eröffnet nochmal ganz andere Möglichkeiten draußen im Garten und wird wunderschön. Für die sportlich ambitionierten Gäste hat das Resort auch einiges zu bieten. Im eigenen Fitnessraum warten zahlreiche Trainingsgeräte auf euch. Egal, ob ihr einfach mal ein paar Kilometer laufen wollt, oder euch vielleicht beim Yoga entspannen wollt. Hier ist für jeden was dabei. Was haltet ihr als Camper eigentlich davon, auf einem Resort auch die Vorzüge des Restaurants nutzen zu können? Also wir haben das echt lieben und schätzen gelernt. Nicht, dass wir jeden Abend hier gewesen wären, aber den einen oder anderen Abend haben wir hier gerne verbracht. Das Buffet erwartet euch hier mit einer riesigen Auswahl an diversen Speisen. Egal ob das Salatbuffet oder frisch zubereitet oder die eigene Kinderecke. Hier wird sicherlich jeder seine Lieblingsspeise finden. Und für alle, die am Ende noch etwas für den süßen Gaumen tun wollen, gibt es hier einen echt tollen Nachtischbereich. Wenn ihr aber nun überhaupt gar keine Lust habt, euch im Restaurant aufzuhalten, dann gibt es hier nahezu alle Speisen auch zum Mitnehmen. Das heißt also, ihr könnt euch beispielsweise eure Pizza da bestellen und diese dann in gemütlicher Atmosphäre in eurem Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil genießen.
Wenn auch ihr, so wie wir, hin und wieder mal Hotelurlaub macht, dann ist das Resort sicherlich auch eine gute Adresse für euch. Das Hotelzimmer, was wir uns angeguckt haben, würde unserem Geschmack auf jeden Fall entsprechen. Schöne Hotels und Campingplätze gibt es mittlerweile viele. Und es ist immer baulich natürlich, bis zum bestimmten Punkt kannst du jemanden begeistern. Und wenn man es dann schafft, die Leute persönlich abzuholen, durch sehr gute Mitarbeiter, freundliche Leute, die hier sind, dann glaube ich, hat man viele wiederkehrende Gäste und Menschen, die hierher kommen, weil sie einfach sagen, hier war die Stimmung so gut. Wenn ihr noch wissen wollt, was ihr drumherum erleben und unternehmen könnt, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Denn wir werden in Kürze noch ein Video zur Zugspitzregion veröffentlichen. Da könnt ihr erfahren, wie ich zur Zugspitze rauflaufe. Wie geht's heute? Da oben. Oder welches unsere Lieblingsalm ist. Unser Fazit zum Ressort. Wir haben unsere Regel gebrochen, wir sind zum zweiten Mal hierher gefahren und das hat letztlich viele Gründe. Das Zugspitzresort gehört eindeutig zu den besten Campingplätzen, die wir bisher besucht haben. Für uns tatsächlich der beste Campingplatz. Dieses umfangreiche Angebot und diese Mischung aus Komfort-Campingplatz und diesem tollen Resort mit all seinen Möglichkeiten macht es für uns so besonders. Und dann ist natürlich da noch diese Lage, diese wundervolle Kulisse der Zugspitze, einfach traumhaft. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Oder besucht uns auf Instagram und schreibt uns da eine Direktnachricht. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.